Hallo ihr lieben Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Transport Fever. Hier ist die Lucida und wir machen weiter bei Heidelberg. Das hier ist eine kleine Kaffstraße durch den kleinen Odenwald. Die führt hier in die Rheinebene. Und da ist auch schon, da geht's dann auch gleich weiter. Wir wollen hier heute mal die öffentlichen Verkehrsmittel ein bisschen pushen, besser machen. Das wird eine richtige Überlandlinie. Wird auch so ein bisschen was genutzt, nicht so viel, ein bisschen was. Aber wir wollen den Leuten ja schließlich Möglichkeiten an die Hand geben. Jo, hier gibt es ja schon eine Linie hin, die können wir einfach verlängern. Lingenthal, Geiberg, Bammental vielleicht als Endhaltestelle. Oder vielleicht auch Wiesenbach als Endhaltestelle. Und dann hatte ich mir überlegt, zwischen Bammental und Neckargemünd können wir dann einen roten Pfeil einsetzen. Also eine Gleise legen und so ein paar kleine Triebwagen, oder wie heißt es, so ein paar kleine Triebwagen auf die Schiene sitzen, bevor hier diese Neckartalbahn dann kommt. Die kann ich mir im Moment noch nicht leisten, die ist zu teuer. Ja, aber hier so eine kleine Bahn mit so einem roten Blitzen oder rote Pfeile oder wie die heißen, das sollte möglich sein. Dann habe ich auch endlich hier mal was gemacht, wo ich ja komplett noch alles vernachlässigt habe. Aber das erscheint mir wie eine ganz gute Idee. Ja, so sieht das hier aus. Ein bisschen was ist auch unterwegs. Und da würden sich Busse, glaube ich, ganz gut machen. Mal schauen, ob das funktioniert. Okay, dann fangen wir mal an. Bauen erstmal ein paar Bushaltestellen. Da mache ich dann noch gar keine so, gar nicht solche Plattformen, sondern einfach nur diese Durchfahrtsbushaltestellen-Dinger da. Und die Ortschaften sind so winzig, da reicht, glaube ich, eigentlich eine Haltestelle pro Ort oder so. Oder gut, wir sind spendabel, machen gleich mal zwei. So, halten wir hier mal an. Ich bin nur am Überlegen, um da einigermaßen Takt hinzubekommen, das wird dann schon recht teuer, müssen da viele Fahrzeuge unterwegs sein. Also mal sehen. Schauen wir mal, alles ist besser als nichts. Genau, da sind wir schon. Werkzeuge wollen die haben. Ist ja auf einem Hügel gebaut. Das ist mir beim Erstellen der Map nicht aufgefallen. Eigentlich hätte der Ort dann, glaube ich, mehr so da unten hingehört, weil der ist eigentlich nicht auf einem Hügel, sondern unten. Na gut, nehmen wir die Herausforderung an. Ist halt so. Von wo kommen wir jetzt hier? Da. Ja, das wäre besser gewesen, wenn der hier unten gewesen wäre. Ah, na gut. Na gut. Da muss ich mir überlegen, wo denn dann der Bahnhof hinkommt. Also die Zuglinie. Die geht hier entlang. Kann ich den Bahnhof eigentlich da unten ins Tal stellen? Ja, ich denke, das wäre, glaube ich, ganz gut. Okay, na gut. Okay. Boah, wie soll man diesen Ort irgendwie schön verbinden? Und dann eventuell sogar noch weiter nach Wiesenbach. Dann hätten wir echt alles dran, wie in so einer Perlenkette. Aber wobei, das passt ja eigentlich ganz gut. Immer eine Rundtour durch den Ort. Ja. Jo, genau. Dann hier geht's weiter. Und Wiesenbach wäre dann die Endhaltestelle, endlich. Das ist ja wirklich, ich glaube, das war eine längste Buslinie bisher. Wäre das was für eine Endhaltestelle? Da könnten wir uns hinsetzen. Gut. Dann verlängere ich einfach hier von Leimen aus. Ah, da habe ich jetzt so eine Plattform schon hingesetzt. Egal, die ersetze ich dann einfach hier durch. Na, okay, machen wir kurz Pause. Jawohl. Gut, das müsste eigentlich geklappt haben. Leimen. Okay, wie nennen wir die? Die muss natürlich einen anderen Namen haben. Waldlinie Süd. Okay, die machen wir aber auch orange als Überlandlinie. Okay, 6. Doch, das ist, glaube ich, wirklich die längste Linie, die ich jemals gemacht habe.
Okay, das war's. Dann schicken wir mal von allen Seiten so ein paar von diesen Fahrzeugen los, damit es nicht alles von hier unten kommen muss. Aber vielleicht noch ein, zwei weitere Depots irgendwie hin. So, ein paar Straßenfahrzeuge. Waldlinie, sehr schön. Und dann vielleicht hier noch. Wobei, das werde ich eh nie wieder brauchen, dieses Depot. Ja, komm, ich baue das da jetzt noch hin. Kostengünstig. Mal gucken, ob diese Linie genutzt wird. Das interessiert mich wirklich. Ach, da stehen schon welche. Wow. Okay, Takt 4 Minuten. Also für eine Überlandlinie ist es eigentlich ganz gut, aber ich glaube, da sind die Leute vielleicht doch noch ein bisschen anspruchsvoller. Spendieren wir vielleicht noch ein bisschen was mehr. Da fahre ich wieder schon auf die größeren, schnelleren Busse, dass sich das dann auch wirklich lohnt. Ich finde es interessant, dass die Fahrzeuge sich tatsächlich selbst auch so ein bisschen aufteilen. Wir haben hier gesehen, hier fahren welche nach da und ein paar nach da. Also ist schon mal gut, dass sie nicht alle in die gleiche Richtung fahren. Freut mich sehr. So. Gut, also ich bin gespannt, wie das läuft. Da stehen schon ein paar Leute. Wow. Sogar innerhalb des Ortes fahren die. Das ist ja toll. Wie sieht denn jetzt der Takt hier aus? 149 Sekunden. Ich muss eigentlich immer noch ein bisschen was mehr. Jetzt reicht's aber. Gut, mehr gibt's gerade im Moment noch nicht. Bin gespannt, wie die genutzt wird, diese Linie. Gut, weiter geht's mit einer kleinen Mini-Eisenbahn. Der Bahnhof gehört hierhin. Jo, müssen wir gucken, ob wir hier irgendwie einen Tunnel bauen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Kann sein, dass es in Neckargemünd tatsächlich einen Tunnel gibt, aber ich glaube fast nicht. Aber schau mal. Also scheint ja auch einigermaßen zu gehen. Schwieriger ist vielleicht eher, den Bahnhof überhaupt dahin zu bekommen, aber. Ja gut, gucken wir mal. Irgendwie muss man ja anfangen. Ach, immer noch diese komischen Bahnhöfe. Müssten eigentlich zwei Gleise sein. Eins für Neckartallinie und einer für dann da unten. Ist zwar ein bisschen außerhalb, aber es soll der Ort halt doch wachsen, ne? Ja, das passt also. Ich habe Neckargemünd so gebaut, wie es mittelalterlich war. Also, ja gut, es hätte vielleicht mehr so hierhin gehört, aber egal. Genau, hier ist der mittelalterliche Kern von Neckargemünd und der Bahnhof ist so ein bisschen außerhalb irgendwo hier. Und das passt also. Weiter geht's. Es fehlt noch ein Bahnhof, den wir hier unten hinstellen wollten. Und da machen wir ein bescheidenes kleines Gleis drauf, auf den Kopfbahnhof. Jo, dann natürlich noch eine Bushaltestelle für den Bahnhof. Ja, mal gucken. Okay. Dann machen wir da auch gleich unsere Bushaltestellen hin. Und wir können das auch schon. Wieso klappert das denn so? Okay, egal. Wir können das auch gleich schon verbinden. Da haben wir die 12. Und nach der 24, wenn ich das richtig sehe. Ja. Okay. Also das wird noch richtig teuer sein. Uah. Ja, das ist schon hart. Aber wir beobachten das ja. Okay. So, jetzt mal gucken, wie das mit den Gleisen funktioniert. Ob das klappt. Also einfach direkt an der Straße entlang müsste das gut funktionieren. Und hier mache ich dann halt. Oh, jetzt habe ich den blöden Bahnhof doch falsch gebaut. Nein, der muss dann doch weiter hierher. Sonst kommt er hier nicht in die Kurve rum. Also das. Okay. Ja, gut. Ich wollte einfach Geld sparen, glaube ich. Egal. Hätte ich bloß mal diese Ansicht hier angemacht. Nein, so.
Ist ja nicht so wichtig, ich habe ja mittlerweile auch ganz gut Geld. Na, von mir aus. Okay, ich warte das jetzt mal hier. Also in echt ist es auch so, dass die Straße am Wasser liegt und die Schienen halt außerhalb, also am Berg. Mal schauen, also es wird echt noch ein Abenteuer, da diese Schienen hinzulegen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das überhaupt funktioniert, aber naja. Das hier funktioniert ja jedenfalls schon mal und es ist gut. Okay. Aber es wird teuer, das sehe ich jetzt schon deutlich vor mir. So, da müssen wir noch schon langsam um die Ecke. Das geht ja einigermaßen. Ja, eine sehr scharfe Kurve. Aber so ist das eben im Mittelgebirge. Da kommt man nicht drum rum. Also er slappt hier die ganze Zeit zum Weg hin und das ist ein bisschen blöd, weil eigentlich soll das gar nicht so sein. Na. Das passt eigentlich ganz gut so. Bisher. Ja, gut. Fast geschafft. Sind hier schon im Endanflug auf den Bahnhof. Ja gut, das könnte man vielleicht ein bisschen günstiger hinbekommen. Vielleicht. Ein bisschen günstiger ist es geworden. Okay, sehr gut. Wow, meine Güte, wo komme ich an Geld rein? Okay, dann können wir auch gleich das zweite Gleis legen. Da spare ich mir jetzt nicht mehr so einen ab. Das muss nicht sein. Genau, aber das geht ja dann schneller. Schade, dass man nicht zwei Gleise auf einmal legen kann. Das wäre manchmal schon ganz nützlich. Jo, und da kann dann auch gleich der rote Pfeil dann schon loslegen. Ja, wobei ich nicht sicher bin, ob sich das tatsächlich lohnt, mit einem roten Pfeil zwischen Neckargemünd und Bammental hin und her zu fahren. Ich weiß nicht, ob die aus Neckargemünd tatsächlich dann diesen weiten Weg auf sich nehmen würden und hier entlang fahren wollten, um da zum Zug zu kommen oder sowas. Also ich wüsste nicht unbedingt, warum die Neckargemünder unbedingt nach unten fahren wollten, außer vielleicht nach Bammental. Und ich wüsste auch nicht unbedingt, warum die Bammentaler unbedingt nach Neckargemünd fahren wollten. Deswegen denke ich, wäre es nicht schlecht. Ich mache dann doch schon mal auch eine Schiffverbindung hier, eine Personenschiffverbindung, damit von Neckargemünd aus endlich dann halt auch eine Verbindung nach Heidelberg besteht. Und dann wird sich, glaube ich, der Zug auch eher lohnen. Denke ich. Dann haben die ja auch wirklich eine echte Wahl, um da nach Heidelberg zu kommen. Im Moment müssen sie halt diesen Bus da nehmen und dann auf den Zug umsteigen. Und hier können sie sich dann überlegen, ob sie dann eher mit dem Schiff noch fahren wollen. Jo, aber erstmal doch diesen Mist hier fertig machen. Stell dich bitte nicht so an. Danke. Hallo. Frechheit. Wo soll da eine große Steigung sein? Also da protestiere ich doch jetzt mal scharf. Da wird sich doch bestimmt noch was machen lassen. Okay, in Gottes Namen. Dann machen wir das halt hier. Eingleisig. So was aber auch echt. Na gut, es muss irgendwie gehen. Gut, meine lieben Leute. Haben wir das auch? Dann wollen wir hier gerade noch eine Bushaltestelle machen. Eine Plattform, würde ich sagen, oder hin.
Okay. Gut. Ich denke, das würde reichen. Neckargemünd, endlich ist es soweit. Muss das wirklich unbedingt so teuer sein? Ja, offensichtlich. Okay, jetzt fehlt nur noch unsere roten Pfeile. Super. Ausgezeichnet. Viel erreicht heute. Eine neue Linie nicht zu vergessen, natürlich. Juhu. Ich freue mich. Genau, da ist er ja. Was kostet er? 3 Millionen. Oh, kann ich nicht kaufen? Ach so! Das haben sie. Okay, das wurde geändert. Ich glaube, das. Also man konnte früher immer kaufen, ohne hinzuzufügen. Und mir ist es dann immer wieder passiert, dass ich hier schon auf Kaufen geklickt habe, ohne erst den Zug zusammenzustellen. Hab mich dann gewundert, hä, wie soll ich denn jetzt lauter einzelne Waggons hier im Depot stehen? Na gut, okay. Fahr du schon mal los, Freund. Und dann würde ich sagen, kaufe ich gleich noch einen zweiten, einen Gegenzug. Entgegenzug, genau. Okay. Okay, hier stehen einige Leute. Super. Ich glaube, den könnten wir vielleicht noch ein paar mehr spendieren. Wow, ja. Wow, die rennt ja los. Die rennt ja richtig los. Ja, dann hauen wir gleich noch ein paar dazu. Die scheint ja beliebt zu sein, diese Strecke. So, wo ist der feine Zug hier? Wie sieht es hier mit dem Takt aus? Könnte noch besser werden. Dann machen wir den noch besser. Oh, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Mal gucken, ob das hier einigermaßen funktioniert. Und dann würde ich gleich in der nächsten Folge auch noch eine Schiffslinie einrichten. Da gibt es ja auch noch einiges zu bedenken, wo in Heidelberg der Hafen hin soll, also wo die aussteigen sollen und wie die Anbindung ist. Das mache ich dann in der nächsten Folge. Also, hier noch kurz gucken nach dem Takt. 69 Sekunden. Ich denke, damit kann man jetzt ganz gut leben. Außer er schafft es, sich das alles wegzutransportieren. Ah, schön, 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 schön. Das kommt dem einem zugute hier. So, wo sind Sie? Aha. Hier, ein Felsen unterwegs. Ah, das ist idyllisch hier. Das ist ja echt idyllisch. Also ich muss schon sagen, dass die Map mir wirklich gut gefällt. Da habe ich was Schönes gemacht hier. Und die verdient es eigentlich auch, dass man da mal ein bisschen mehr sich umschaut hier. Ja, anstatt nur einfach aus dieser Vogelperspektive, die ich immer habe hier, da drüber zu fliegen, wäre es auch ganz schön, nochmal was zu sehen. Gut, den lassen wir gleich nochmal umdrehen. Der soll erst hier zum Bahnhof fahren, wobei da gerade immer noch keiner ist. Dann ist eigentlich auch egal. Hör, wo ist er denn? Habe ich ihn gekauft und wieder verkauft? Oh Gott, ich bin so. Ach nee. Okay. Na gut. Wo ist er? Aha, da kommt er dann. Okay, also ich nehme schon an, dass der Zug sich erst mal so ein bisschen einpendeln muss. Bis die alle gemerkt haben, oh, da gibt es jetzt einen Zug, da gibt es jetzt eine Verbindung. Und genau, es gibt ja im Moment noch nicht so richtig den Grund. Naja, zwei. So.
Okay, jetzt kann es losgehen. Ich gebe dir jetzt noch nicht so richtig den Grund, hier wirklich zu pendeln. Gucken wir mal kurz. Ein bisschen was ist los, aber ja. Ich denke, es wird dann besser, sobald hier ein Schiff auch verkehrt. Da bin ich recht optimistisch. Mein Gott, das ist schön. Das gefällt mir hier wirklich gut. Ja, genau. Kleingemünd können wir eigentlich auch noch mit reinholen ins Boot. Kann man das hier irgendwie schön verbinden? Dann müsste ich hier so eine Gemeinschaftsplattform hinmachen für beide Busverbindungen. Machen wir das hier, da können sich dann beide treffen. Ja. Okay. Das ist jetzt halt wirklich ein winziges Käffle. Da reicht echt eigentlich eine Haltestelle. Ist aber nicht so schön wie wegen dem Umdrehen hier. Ja, weiß auch nicht, vielleicht noch hier Endbahnhof hin. Von mir aus. Oh, jetzt habe ich da wieder diese blöden Gleise dran gebaut auf diese Plattform. Das darf nicht wahr sein. Okay, so, jetzt kann man hier umsteigen. Oh mein Gott, das ist ja eine hübsche Farbkomposition hier. Gut, weg damit. Und weg damit. Genau, so, und jetzt braucht der Laden auch noch ein paar Busse. Achso, ich glaube, wir haben eh für Neckar Gemünd schon ein bisschen viele, möglicherweise, oder? 55, ah, ne, eigentlich nicht. Das passt eigentlich schon. Na gut, dann gibt's neue Busse. Vielleicht erstmal noch relativ wenig. Ich habe mir gerade gedacht, ich könnte vielleicht auch ein paar kleinere nehmen, aber. Ja gut, jetzt haben wir die schon. So, bitte alle Bus fahren. Ah ja, guck. Guck an. Der erste Fahrgast. Wie schön. Naja, gut, also jetzt ist er schon voll. Ich denke, das rentiert sich ganz gut mit dieser Linie. Müsste vielleicht auch noch zwei weitere draufhauen. Aber hier kommen noch nicht so viele an. Na gut, es sieht auch wirklich nicht so schön aus hier. Das ist ja echt so auf der grünen Weide. Was genau ist das hier? Aha, Busch. Ach nee. Gemischtbäume. Ah, es ist so ein Tool für unterschiedliche Bäume. Und ich Trottel habe immer die Bäume einzeln genommen. Okay, na gut. So, mal ein bisschen schön. Noch ein paar Bänkchen hin. Oh ja, das ist ja wirklich nett. Oder? Kann man sich im Schatten noch ausruhen? Das ist doch nett. Also gut, das ist mehr so ein Alibi, aber. Aha. Das ist echt mehr so ein Alibi. Hat hier irgendwie nicht so viel Sinn. Aber es sieht schön aus. Also ich sollte wirklich anfangen, mir meine Welt mehr aus der. Wie nennt man das? Nicht aus der Froschperspektive, aus der normalen Perspektive anzuschauen. Na gut. Super. Super. Also das läuft ja auch ganz gut hier. Wow. Macht doch ganz gut Gewinn. Ich bin überrascht und erfreut zugleich. Sehr schön. Es kommt hier allen Ortschaften zugute. Die profitieren alle davon. Oh, der sieht sehr zufrieden aus. Sehr zufrieden. Ja, das sieht unzufrieden aus. Ich tendiere fast dazu, das Ding hier wieder abzureißen und einfach das hier dafür zu nutzen. Das kann man dann wenigstens auch vergrößern. Ja, gesagt, getan. Das wird im Moment von zwei Linien genutzt, also muss es erweitern. Wir müssen hier allerdings großflächig ein bisschen abreißen und umbauen. Genau, die hier, die machen wir weg.
Geht nicht. Also da fehlt natürlich das Gleis. Aber reißen wir erstmal hier alles ab. Okay, und das ist jetzt alles nicht so schön. Das reiße ich jetzt alles wieder ab, weil das auch näher am Bahnhof sein könnte. Entschuldigung. Okay, also das Ding ist eh nicht so gut durchdacht gewesen. Gut, dann machen wir es doch mal kurz besser. Gibt's da jetzt keinen Übergang für Fußgänger? Das ist ja doof. Ich hätte mir erhofft, dass es hier jetzt einen Übergang gibt, dass sie da rüberlaufen können. Also müssen die ja dann hier diesen doofen Umweg machen. Ja gut, ist nicht so wichtig, glaube ich. Jo, ich denke, damit kann man einigermaßen leben. Ich denke, das ist okay. Gut, also diese Tram da unten hat immer noch ein Problem, nur wegen diesem Scheiß hier. Unfassbar. So, bitteschön. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden. War das die? Gut, der kommt klar. Das hättest du aber ruhig bemerkt. Oh. Oh. Ich habe da eine Kleinigkeit noch vergessen, ja. Nein. Passagier. Den Passagiersteig habe ich natürlich vergessen. Gut, machen wir das mal ein bisschen ausgreifender. Das ist super. Perfekt. Ausgezeichnet. Jo, so haben wir das gern. So sieht das gut aus. Okay, ein Problem gibt es wohl noch. Okay, jetzt müsste eigentlich jeder zufrieden sein. Er sieht ja wieder super scheiße aus, wie der da seine drei Kreise dreht, aber naja, gut. Okay, einer von den beiden hier muss jetzt noch sein Gleis wechseln. Okay, ich bin absolut begeistert. Okay, gucken, ob die ganzen Leute jetzt hin sind. Ah ja, da kommen sie. Gut. Dann können wir das hier natürlich auch wieder abbauen. Nein. Okay. Super. Das trägt, glaube ich, viel zur Lebensqualität hier an der Bushaltestelle bei, wenn die jetzt nicht mehr so überlastet ist. Sehr gut. Perfekt. Ich bin begeistert. Wow, da ist doch auch einiges los. Oh ja, richtig was los. Ich glaube, es reicht immer noch nicht. Ich glaube, wir müssen da immer noch ein paar Busse dazu packen. Es ist immer noch zu viel. 62 Sekunden. Weil mir scheint ja doch, dass diese Busse wirklich, wirklich gut genutzt werden. Oh, ich habe selten was so Schönes erlebt. Ach, das ist ja schön. Gut, der fährt auch annähernd voll. Ach Mann, geh mal weg. Wo ist Nummer 2? Da. Ja gut, die Nutzung könnte noch ein bisschen besser sein. Aber ja, genau, dafür machen wir dann nächstes Mal die schöne Schiffslinie. Und dann haben wir mittlerweile schöne Verbindungen hier um Heidelberg herum. Oh, wow. Ich glaube, ich spendiere kurz meiner Öllinie hier noch. Wow. Noch ein weiteres Schiff, weil das anscheinend notwendig ist. Oder zumindest gern gesehen wird. Wow. Heilige Kacke.
Wow. Gut, da haben wir doch noch vielleicht sogar zwei Schiffe rein. Das ist ja alles wirklich super schön. Wie heißen die Kollegen hier? Gertrude. Gott, macht das Spaß. Gott, macht das Spaß hier. Die Verbindung haben sie jetzt auch noch verbessert, wegen, also denke ich mal, dass es hier unten noch mit reingehauen hat. Toll. Ausgezeichnet. Also ich bin wirklich unfassbar glücklich mit meiner Karte. Es macht riesen Spaß. Ah! Hört bitte auf. Sie scheinen ein klein wenig überfordert zu sein. Ich sehe, ich kann gerade gar nicht aufhören. So, das müsste jetzt aber wirklich reichen. Ja, hier habe ich einfach Mist gemacht mit dem Hafen. Ich habe den einfach falsch gesetzt. Beziehungsweise den Bahnhof, beziehungsweise alles hier. Ich müsste vielleicht einfach den Hafen nehmen und hierher versetzen. Mit ein bisschen Glück reicht es dann überall hin. Aber naja, gut. Ja, das wird man vielleicht nächstes Mal sehen, wenn ich hier sowieso die Schiffsverbindung dann aufbaue hier. Okay. Super, also das entwickelt sich hervorragend. Ich bin unglaublich zufrieden hier mit allem. Ich freue mich auch, dass ihr dabei seid und schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Es gibt immer viel zu tun und ich freue mich über jeden einzelnen Zuschauer. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann.